Dies ist der erste von 4 Teilen unserer Hochzeitsserie. Weil wir zweifarbige Rosen machen, wird der Fondant zuerst in kleine Stückchen gezupft. Wenn ihr wissen wollt, wie wir den Fondant machen, könnt ihr auf die kleine Videosequenz unten rechts klicken. Danach werden sie so zusammengesetzt, dass die Farben gut verteilt sind. Anschließend wird eine dünne Rolle geformt und in Stückchen geschnitten. Diese Fondantstückchen werden dann zu kleinen Kugeln geformt und in eine aufgeschnittene Gefriertüte gelegt. Mit einem Glas oder den Fingern werden die Kugeln dann flach gedrückt. So entstehen die einzelnen Rosenblätter. Danach wird eins der Blättchen ganz schmal aufgerollt und so der Stempel geformt, der die Basis der Rose bildet. Um diesen Stempel werden dann ganz vorsichtig die anderen Blättchen gelegt, bis alle aufgebraucht sind. Ganz zum Schluss wird der Ansatz abgeschnitten, damit die Rose Stand hat. Es ist besser, wenn sie circa einen Tag im Voraus gemacht werden, weil sie so schön trocknen können und nicht so schnell kaputt gehen. Zum Schluss zeigen wir euch noch einige Ideen, wo ihr sie prima für benutzen könnt. Wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Ausprobieren.